Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Days Since Grand Cross. Wir haben Donnerstag, das heißt heute in JP kam ein neuer Charakter raus und immer wenn die Charaktere interessant sind oder ich die richtig nice finde, da mache ich natürlich ein Video dazu. Wir stellen den Charakter einmal vor, schauen uns den einmal an und zwar bekommen wir hier einen neuen Tamiel, der wie ich finde natürlich deutlich stabiler aussieht als der mit den drei Köpfen, als die Version davon. Und ja, ich finde der Charakter ist richtig, richtig nice. Ich werde auf jeden Fall für ihn ziehen und ich denke mal, es ist für den ein oder anderen Free-to-Play-Spieler auch gar keine so schlechte Entscheidung, hierfür zu ziehen. Das Ganze gehen wir jetzt einmal durch. Wir haben einmal die Passive, die beruht sich auf seiner Grazie und zwar, wenn er mit seiner Grazie HP regeneriert, werden hier die verbündeten Stats alle Basiswerte um 6% gepusht, das Ganze bis zu 5 Mal ohne Zeitlimit. Das heißt, über das ganze Match hinweg können wir uns hier 30% mehr Basiswerte holen. Und die Grazie ist auch nicht von schlechten Eltern. Und zwar, wenn er Schaden bekommt in der gegnerischen Runde, tut er 30% des Schadens, den er bekommen hat, regenerieren. Wenn er 2 oder mehr Angriffe vom gleichen Feind bekommt, also ihr greift zum Beispiel mit Traitor Meliodas ihn 2-mal an oder so, dann werden alle Skills nullified, also alles wird geblockt von diesem Charakter und die Ultis werden auch geblockt und das Ganze hier für 2 Runden. Excludes Stance and Recovery Skills, wobei Stance und also Haltungs- und Regenerationsfähigkeiten natürlich kein Angriff sind, den er bekommt. Das heißt, klar werden die rausgenommen. Plus, dass es natürlich nicht zählt, wenn ihr eine Haltungsfertigkeit habt, die natürlich Schaden zurückwirft, wie mit dem grünen Esterossa oder sowas. Da wird natürlich dann das auch nicht angewendet, sondern nur, wenn der Gegner euch aktiv mit dem gleichen Charakter 2-mal angreift, dann kriegt der Charakter hier eine Sperre, wo alle Skills-Effekte annulliert werden, plus die Ulti. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sehr starke Grazie mit einer sehr starken Passive dazu. Plus wir sehen, dass wir hier eine Crit-Chance in der Basis von 70% haben. Das heißt, ich gehe davon aus, Level 90, Super Awakening 6. Mit allen Cosmetics sind wir da wahrscheinlich fast bei 100% Crit-Chance, was schon ziemlich hoch ist. Also so hoch, wie so ein normaler Damage-Dealer eigentlich immer seine Werte hat. Plus, dass wir hier die Single-Target-Angriffskarte haben von The One, das heißt den Bonk. Hier Flut-Damage 0,8% Schaden pro HP, den man hat, das heißt bis zu 80% Schaden, wenn man volle HP hat, genauso wie bei The One 200, 300 und 500% Schaden, plus dass wir hier noch einen richtig nicen Angriffsbuff haben, und zwar tun wir hier für eine Runde auf Bronze alle Verbündeten um 15% den Angriff erhöhen und gut einen Buff drauf, dass wir 5% weniger Schaden bekommen für 3 Runden. Das Ganze funktioniert so, jemand wird angegriffen, derjenige bekommt dann 5% weniger Schaden. Das Ganze muss, weil es hier nur für eine Runde ist, auf jeden Fall vor der Skillbenutzung angewendet werden. Das heißt, schon bevor ihr den ersten Angriff bekommt, bekommt ihr 5% weniger Schaden. Wenn ihr natürlich 3-mal angegriffen werdet, seht ihr hier, das Ganze geht bis zu 3-mal. Das heißt, das sind 15% weniger Schaden, die wir hier bekommen. Das Ganze geht dann hoch hier auf 2 Runden, wo der Angriff erhöht wird, um 20%, plus dass der Schaden hier, den man bekommt, um 7% reduziert wird für eine Runde, das heißt hier bis zu 21%, und am Schluss sind es 45% mehr Angriff für 2 Runden und wir bekommen 10% weniger Schaden pro Angriff, das heißt hier bis zu minus 30% Schaden. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich mächtig. Ich finde alle Fähigkeiten bis jetzt nice, das heißt, ich finde die Passive geil, ich finde die Grazie geil, ich finde den Angriff geil, ich finde den Buff geil, ich finde die Werte von ihm nice. Wir haben eine hohe Crit-Wahrscheinlichkeit, das heißt, wir spielen hier auf jeden Fall mit einem Angriffs-Crit-Schaden-Set, denn wir benutzen ihn wahrscheinlich als Damage-Dealer. Plus wir haben eine Ulti, die auch ziemlich nice ist, und zwar haben wir hier Detonieren-Schaden, das heißt 20% mehr Schaden pro Ult-Kugel auf den Gegner und das Ganze auch noch als AOE. Das heißt, wenn ihr nach 2-3 Runden eure Ulti voll habt, hat euer Gegner meistens auch 3-5 Ult-Punkte, so im Schnitt würde ich sagen. Und dann sind das halt nochmal 60-100% mehr Schaden pro Charakter. Also auf jeden kommt darauf an, wie viele Charaktere, also wie viele Ult-Punkte der jeweilige Charakter hat. Wenn einer 2, 3 und 5 hat, sind es natürlich einmal bei dem 40, bei dem 60 und beim anderen 100% mehr Schaden. Dann haben wir hier einen Multiplier, wo nichts dazu gedichtet wird. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ihr einen 6-6 habt, außer dass der Multiplier sich erhöht von 420% bis 630%.
30%. Plus, dass wir jetzt die heiligen Relikte für Sariel und Tamiel bekommen. Die würde ich jetzt eigentlich auch vorstellen, aber so auf die Schnelle habe ich irgendwie den Link versaubeutelt für die koreanische Seite, um mir dort die Update-Notizen anzuschauen. Und wenn man das bei Google eingibt, hat der ein oder andere bestimmt schon mal probiert. Ich finde dort das japanisch-koreanische Forum nie. Das heißt, das mache ich dann einfach nochmal in einem extra Video. Muss mir mal ein paar Leute fragen, ob die eventuell nochmal den Link haben oder vielleicht hat den Link auch einer von euch. Dann postet ihn mir gerne unten in die Kommentare. Da wird auf jeden Fall ein Kuss an euch rausgehen, wenn ihr den Link habt. Und zwar haben wir hier sein Holy Relic, also sein heiliges Relikt. Wenn der Gegner 5 Ultkugeln oder mehr hat, werden seine Ults für 2 Runden gesperrt, was auch ziemlich nice ist. Das heißt, ihr seht, wir haben hier die Detonieren-Ulti. Das heißt, wir können unsere Ulti direkt einsetzen, wenn er sie nicht reduzieren kann. Er kann seine Ulti für 2 Runden lang nicht einsetzen, wenn wir das heilige Relikt haben. Also ich finde auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr starker Charakter, der auch oben mit in der Meta spielen kann, meiner Meinung nach. Wie sich das Ganze jetzt verhält, sehen wir ja dann die nächsten Tage. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Charakter auf jeden Fall oben in der Meta mitspielen kann. Ich will ihn auf jeden Fall haben. Ich denke mal, ich werde auch ordentlich reinziehen bei ihm. Blöd ist es nur, wenn wir natürlich jetzt ihn bekommen, dort alle Gems ausgeben und dann kommt zum Beispiel der erste Lichtcharakter, der so ein Metabrecher ist wie Traitor Melly. Hoffen wir es mal alle nicht, so dass wir unseren Spaß mit Tamiel haben und das dann im Endeffekt nicht eventuell bereuen. Das kann natürlich immer passieren. In die Zukunft schauen kann man leider nicht. Aber in 2 Wochen sollte der ja dann bei uns kommen. Beziehungsweise 2,5 Wochen spätestens oder sowas, gehe ich mal stark von aus. Und bis dahin, im 2-Wochen-Takt kommen meistens die neuen Banner. Das heißt, bis dahin sehen wir auch, was in JP denn als nächster Charakter kam. Ich hoffe, es ist nicht direkt der Lichtcharakter. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es direkt der Lichtcharakter ist. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall ordentlich ziehen und uns hier Tamiel holen. Da ich die japanisch-koreanischen Update-Notizen nicht habe, weiß ich nicht, wie der Banner aussieht, aber ich gehe ganz stark davon aus, so wie es bis jetzt bei jedem Erzengel war, dass das ein 600 Diamanten Rotationsbanner ist. Das heißt, bei 600 Diamanten bekommt ihr ihn einmal garantiert. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass viele von euch ihn haben wollen, viele von euch ihn feiern, so wie ich ihn feiere. Und ja, dann soll es ansonsten schon wieder von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.